Ja, hallo liebe Freunde von PlayNation und PlayMassive zur zweiten Ausgabe unseres E3-Casts. Ja, auch heute ist wieder ganz, ganz viel passiert dort drüben in Los Angeles und der Schaffi und ich, wir werden euch jetzt mal auf den neuesten Stand bringen. Oh ja, und wir fangen an mit Ubisoft, die eine wirklich sehr schöne Pressekonferenz gehalten haben, unter anderem mit YouTube-Star Tobaskis, was definitiv die unterhaltsamste Konferenz war. Und außerdem gab es da tolle Spiele zu sehen. Ich weiß gar nicht, wollen wir direkt mit unserem Highlight anfangen? Ich würde sagen, ne, heute mal direkt durchstarten mit dem absoluten Top-Spiel der E3. Und ich glaube, niemand hätte erwartet, dass es von Ubisoft kommt. Watchdog, absolut geniale Show. Also Ubisoft hat die Bühne gerockt, ganz am Ende der Pressekonferenz quasi vorgestellt. Und zwar geht es in Watchdog um eine futuristische Welt, wo alles quasi in Datenbanken gespeichert wird, jede Information über jeden Menschen, und man übernimmt die Kontrolle eines Hackers, der sich diese Informationen quasi zunutze macht, um dann Selbstjustiz auszuführen und zum Beispiel nicht verurteilte Mörder auszuschalten. Das sieht übelst geil aus und Hyuga und ich sind sowas von übelst geil drauf. Man muss mal wirklich mit dazu sagen, wir saßen gestern beide vor dem Stream und dachten, ja, Assassin's Creed 3, das kam jetzt davor, das war schon richtig geil und sehr schön gemacht, und dann wurde einfach so mir nichts, dir nichts noch ein Spiel in den Raum geworfen, und es kam zuerst so ein kleiner Teaser, in dem so angekündigt wurde, oder eigentlich wurde es nicht angekündigt, sondern es wurde nur gezeigt, ja, die Welt ist quasi nur eine große Ansammlung von Daten, alles wird in Daten gespeichert, jeder Mensch ist irgendwie auswertbar, und ja, was könnte passieren, wenn man diese Informationen dann auch wirklich benutzt, und ja, genau so wird es auch dann bei Watch Dogs gemacht, und dann ist man plötzlich in diesem epischen Gameplay-Szenario drin und sieht eben diesen noch etwas unbekannten Hacker dort, ja, sich erstmal in eine Bar oder in einem Club, was das auch immer sein soll, hineinschleichen. Also er verwirrt quasi durch seinen schnellen Hack mal eben die ganze Meute, geht in den Club hinein, ja, und bekommt dann dort ein paar Informationen, nur um sich eben dann dort wieder rauszuprügeln, auf die Straße zu gehen, wieder Chaos zu stiften, um eben dann die Zielperson à la Assassin's Creed mäßig auszuschalten, und das sah schon so richtig nice aus, und ja, wer danach Twitter verfolgt hat oder Facebook, der wird schon sehen oder wird gesehen haben, dass wir mit unserer Meinung nicht so ganz alleine dastanden. Definitiv, also wirklich so gut wie jeder Entwickler, dem man folgt, jeder Publisher, dem man folgt, der hat da Respekt an Ubisoft ausgesprochen, und vor allen Dingen auch grafisch, also ich bin keine Grafik-Hure, muss ich jetzt erstmal dazu sagen, und das Gameplay war schon außergewöhnlich, definitiv, aber auch grafisch sieht das Ganze so gut aus, dass wir und auch andere Leute spekuliert haben, ob das überhaupt so auf der aktuellen Konsolen möglich ist. Aber anscheinend soll es für PlayStation 3, Xbox 360 und den PC erscheinen, aber das sieht so unfassbar gut aus, diese Wettereffekte draußen. Oh, geil. Und dann auch noch eine Open World, wie bei GTA. Ja, und Open World und vielleicht sogar noch mit einem Multiplayer-Modus, denn am Ende der Gameplay-Szene sieht man nämlich eine andere Figur, die sich da auch gerade durch die Gegend hackt. Ja, und darüber einfach nur so ein Nickname, irgendwie so bliblablub 1234, und dann denkt man sich, ist es jetzt eine Art Multiplayer? Könnte ja sein. So Dead Island-mäßig. Ich glaube, wir dürfen da ganz gespannt sein. Also das ist definitiv mein bisheriges Messe-Highlight, und ich denke, da kommt nicht mehr Großes, deswegen ist es mein absolutes Messe-Highlight. Ja, also ich habe ja so ein bisschen mit mir gerungen, denn ja, Resident Evil 6 ist ein cooles Game, hat's aber, ja, hatten wir gestern schon nicht so ganz mehr auf den Horrortrip geschafft. Tomb Raider hat mich richtig überzeugt. Ja, und jetzt muss ich eben ringen, Tomb Raider, Watch Dogs. Das Schöne daran ist, dass die Spiele nicht unbedingt zur gleichen Zeit erscheinen werden. Deswegen können wir einfach beide Titel feiern und sind trotzdem immer noch ganz vorne mit dabei. Aber man muss auch wirklich mit dazu sagen, dass Watch Dogs, so scheint es zumindest, wirklich mal eine Revolution ist in Sachen Videospiel. Mal wieder etwas völlig Neues, ein neues Ambiente, ein neues Szenario, ein neues Spielgefühl und nicht einfach nur, ja, noch ein Shooter. Genau, einfach mal ein ganz neues Franchise. Ich glaube, Ubisoft hat da auch
obwohl es definitiv so geil aussieht, dass man sofort jeden damit überzeugen kann, hat Ubisoft bestimmt so ein bisschen gezittert, weil ein neues Franchise ist immer ein Risiko. Das sieht man ja an Call of Duty 700 und Assassin's Creed 1 bis 1200, ja, so dass quasi man lieber mal auf Serien setzt. Aber da haben sie was Neues gewagt und ich glaube, dafür werden die auch sehr gut belohnt werden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter, bevor wir uns ganz in das Spiel verquatschen. Aber sie wurden auch schon belohnt, will ich eben noch sagen, denn der Applaus nach dem Game war einfach der Hammer. Ja, aber natürlich war Watch Dogs nicht das einzige Highlight, auch wenn es mit echt das größte Highlight überhaupt der E3 war. Aber es gab auch noch andere coole Games, zum Beispiel Assassin's Creed 3, auf das ja auch echt viele Leute warten. Oh ja, das war auch eine sehr lustige Präsentation, vor allen Dingen, weil wir ja die Pressekonferenz zusammengeguckt haben und ich so als der riesige Assassin's Creed-Fan und die Yuga als der, der zwar Assassin's Creed-Teile besitzt, aber sie nicht wirklich spielen möchte, weil er es nicht so geil findet. Also ich finde das eigentlich schon ganz interessant. Ich habe mir die alle so ganz gut gekauft, aber ja, ich habe keine Zeit. Du hast gesagt, du findest Ezio ist ein Macho. Hab ich das? Ja. Ich war betrunken von Milch. Okay, von Milch. Alles klar. Auf jeden Fall von Assassin's Creed 3 warst du auch auf jeden Fall mehr begeistert als von den Vorgängern, muss man sagen, weil wie man so durch den Schnee stapft und über die Bäume springt und so, da warst du ganz begeistert von. Ja, das Bäumespringen, das hatte schon so derbe den Naruto-Style. Also das sieht total lustig aus, wie er wirklich ohne überhaupt eine kleinste Hebelbewegung zu machen, einfach so bim, bam, bim, bam über die Äste springt und hüpft. Das war schon richtig cool. Aber mir gefällt auch dieses etwas düstere Setting. Das kommt auch vor allem, weil eben die Szenen jetzt da im Winter gespielt haben. Mir hat einfach so dieses ganze südländische Feeling von 2 Brotherhood und Revelations nicht ganz so gefallen. Also der erste Teil von Assassin's Creed ist da schon um einiges mehr mein Fall, aber Assassin's Creed 3, da könnte man sich direkt rein verlieben. Ja, und auch die Kämpfe sahen wieder, also die entwickeln sich ja quasi stetig von Teil zu Teil, diese Kämpfe. Und die sahen auch wieder richtig geil aus, zum Beispiel diese Szene, wo er den einen mit dem Enterhaken so auf den Baum raufzieht und sich dann menschliches Schutzschild schnappt und, ach, übertrieben geil. Da hofft man natürlich, dass das wirklich Annoncen der Kampf-Engine sind, oder das Kampfsystem sind und nicht einfach nur so eine Button-Reaction, so drücke jetzt Action-Taste, damit du den für diese eine Stelle im Spiel mal als Schutzschild benutzen kannst, sondern dass man eben wirklich so die Leute vor sich ziehen kann. Da hoffe ich ja so ein bisschen drauf. Ja, ich glaube, das wird schon gehen. Also das wage ich mir jetzt mal rauszunehmen, da ich ja die anderen Teile gespielt habe. Ja, also Assassin's Creed 3, auch wirklich beide Daumen nach oben, wird ein richtig cooles Spiel. Ich freue mich schon drauf. Ja, und wirklich, Ubisoft hatte für das, was ich gesehen habe, echt die geilste Pressekonfi, denn die hatten Tobaschkes, Toby Turner oder eben Toby Games, einen Star-YouTuber vor Ort, der auch mal der Moderatorin gezeigt hat, wo es lang geht. Ja, dann die haben sich immer so ein bisschen in die kleinen Fights geleistet und so und dann hat er auch gefragt, ob er vielleicht mal die Pressekonferenz übernehmen durfte und das Ganze wollte man entscheiden bei einer Runde Shootmania, der Shooter-Ableger der Trackmania-Serie quasi. Und dafür hat man sich auch gleich mal ganz hochkarätiges Publikum geholt. Und zwar ein Team bestehend aus, zwei Teams bestehend aus Profispielern in World of Warcraft, Counter-Strike und ich weiß nicht, was hatten sie noch da? Warcraft 3, glaube ich. Ich glaube aber, also auf jeden Fall Spawn und Swift, die kennt man ja nun wirklich. Das sind ja nun die ganz großen Stars. Und da hatten sie sich dann halt zwei Teams zusammengestellt, einmal drei Typen und einmal drei weibliche Vertreter der E-Sports-Szene und die haben dann gegeneinander eine Runde gespielt und Shootmania sieht eigentlich so ziemlich geil aus, so ein bisschen Unreal-mäßig oder Quake, wie man es auch immer will, einfach schnelles Gameplay und dann voll auf die Fresse. Ja, also das erinnert wirklich schon sehr an Unreal Tournament oder Quake 4. Also man rennt und man schießt. Also man hat jetzt da nicht so dieses taktische von wegen, ich hocke mich jetzt hin und warte, bis der kommt, sondern nein, da muss man wirklich auf Reflexe setzen. Und ich hoffe natürlich, dass die Welt wirklich so einfach selbst gestaltbar sein wird, wie wir es schon bei Trackmania haben. Denn das ist ja auch so ein bisschen dieses Zeichen, was diese eigentlich sind, ist ja drei Spiele. Trackmania, Shootmania und Questmania. Ja, Shootmania jetzt quasi als das Neueste, weil Questmania ist noch ganz, ganz tief in der Entwicklung. Und ja, ich hoffe eben drauf, dass es da einen schönen, einfachen Map-Editor geben wird. Ja, also dafür ist das Franchise ja definitiv bekannt und ich denke mal, ich habe da erste Screenshots gesehen vom Map-Editor. Mal gucken,
Bisher sah das ganz einfach aus und ich denke mal, da wird es genauso wie bei Trackmania dann wieder tausende von Maps geben, von Usern erstellt. Ja, aber wie gesagt, also Ubisoft, guckt es euch nochmal an, gibt ja die Mitschnitte im Netz, war echt mit die beste Pressekonferenz. Das Team von Toby, das Männerteam, hat gewonnen, ja, aber er hat dann doch nicht weiter die PK moderiert, wäre ja auch ein bisschen unfair gewesen. Trotzdem haben wir geweint. Ein wenig. Wir haben geweint. Ja, und wir sind ja gerade noch so bei Ubisoft und da kommen wir mal zum nächsten Spiel, was zumindest teilweise aus dem Hause Ubisoft kommt, nämlich Assassin's Creed 3 Liberation für die PlayStation Vita. Ja, da können wir eigentlich auch mal wieder die Weiberquote dann steigern, ne? Denn dort gibt es einen weiblichen Hauptcharakter als Assassine quasi. Und das sieht ganz toll aus. Das ist angesiedelt in New Orleans und ist, wie gesagt, ein exklusiver Ableger für die PlayStation Vita und läuft so ein bisschen parallel zu Assassin's Creed 3. Ja, also das, was man jetzt da so sieht, das sieht auch wirklich schon aus wie quasi der große Bruder. Also sie rennt da auch über die Bäume und sie metzelt ordentlich die Jungs ab. Okay, es ist natürlich jetzt wieder ein Versuch, ein Spiel auf der PS Vita zu promoten. Ja, der Handheld läuft leider nicht ganz so gut, muss man ja sagen. Also die Verkaufszahlen, die man da so hört, gerade aus Japan, die sind doch sehr ernüchternd. Ja, vielleicht jetzt, wenn ein paar hochkarätige Titel kommen, wird es vielleicht besser. Ja, hoffen wir es mal, ne? Was sich auf jeden Fall aber gut verkaufen wird, das ist Beyond the Two Souls. Oder ja. Two Souls. Ja, Beyond the Two Souls von den Machern von Heavy Rain, Quantic Dream, die ja wirklich vor allem für eine ja, sehr extravagante Form des Storytelling bekannt sind. Ja, definitiv immer alles sehr emotional, was da abgeht. Und da hat man jetzt halt sein neues Spiel vorgestellt, Beyond Two Souls, wie gesagt. Und da geht es auch wieder so zur Sache. Und zwar hat man da erste Informationen preisgegeben und auch Gameplay gezeigt. Dieses Mal geht es da um eine gewisse Judy Holmes, so wie Sherlock Holmes quasi, die eine ja, Verbindung quasi ins Jenseits hat und mit einem Geist sich irgendwie unterhält, in Anführungszeichen. Und das sieht auf jeden Fall alles ziemlich interessant aus, ist auch von einer, die Hauptdarstellerin wird gespielt von Ellen Page, das ist eine nominierte Schauspielerin, ich bin da jetzt nicht so bewandert auf dem Gebiet, aber Sony war auf jeden Fall sehr stolz auf diese Frau. Und ja, also Ellen Page sagt mir jetzt selbst auch nichts. Aber? Ellen Page sagt mir jetzt selbst auch nichts, aber das Spiel, das sagt mir sehr zu. Also man sieht da quasi erstmal eine Frau sitzt vor einem Polizisten, er hat sie wohl gefunden, sie ist wohl anscheinend Opfer eines Gewaltverbrechens geworden in irgendeiner hinteren dunklen Straße, ja, und dann redet er auf sie ein, versucht Informationen aus ihr herauszubekommen und er verärgert sie dabei so ein bisschen und man merkt so, dass plötzlich die Kaffeetasse vor ihr anfängt so schon zu vibrieren und dann, ja, übertreibt er es ein bisschen und die Kaffeetasse fliegt gegen die Wand und ja, diese Frau hat wohl telekinetische Kräfte, irgendwie sowas. Ja, zumindest kommt danach das SWAT-Team an und deren Anführer scheint wohl auf der Suche nach dieser Frau zu sein und spätestens jetzt sollte man wissen, dass mit ihr etwas gar nicht in Ordnung ist. Ja, und dann gibt's noch ein kurzes Mash-up von sehr eindrucksvollen Gameplay-Szenen, also wenn es dann Gameplay-Szenen sind, auf jeden Fall von Spielszenen und wir sehen jede Menge Action, jede Menge coole Sachen und ja, irgendwie scheint es also wirklich wieder ein sehr storyintensives Spiel zu werden, mit wirklich, ja, Emotionen würde ich jetzt weniger sagen, vielmehr mit ich komme jetzt gerade nicht drauf, mit Atmosphäre. Genau, mit Atmosphäre und weil wir ja keine Fragen unbeantwortet lassen hier in unserem tollen Cast, ne, gerade eben mal aufgerufen, Ellen Page hat unter anderem mitgespielt in X-Men, Der letzte Widerstand und in Juno und Inception, also. Inception, ne, die anderen beiden Filme sind jetzt nicht so toll, aber Inception ist ein cooler Film.
ist ein cooler Film, definitiv. Also Ellen Page, ne? Hast du was gegen die X-Men? Ja, also die ersten Filme fand ich noch gut, ja. Alles klar. Ja, aber also Ellen Page, Daumen hoch, Beyond auf jeden Fall auch Daumen hoch. Und ja, das wird wieder so ein Titel, wo ich mich ärgere, ja, dass sowas auch nicht mal für den PC, obwohl PlayStation 3, das könnte ich ja auch noch zocken, ne? Das geht ja. So, dann gehen wir direkt weiter zu einem Spiel, dessen Popularität ich leider nicht ganz so nachvollziehen kann, aber der Schaffi hat mir noch extra vor dem Cast gesagt, du, sei da nicht so böse, das Spiel ist sehr, sehr beliebt. God of War Ascension. Ja, God of War, es sieht eigentlich genauso aus wie alle anderen God of Wars, spielt sich auch bestimmt so, aber die Hydra sieht verdammt geil aus. Richtig, genau wie die anderen drei Teile ist jetzt auch der vierte Teil natürlich exklusiv für die PlayStation 3 und der Hyuga war so, hat sich das angeguckt und meinte dann, ist das was Besonderes? Aber ich weiß ja, PlayStation 3-Spieler, die würden uns verprügeln, wenn wir das jetzt nicht mit reinnehmen. Deswegen erzählen wir euch kurz, dass das definitiv grafisch einiges hermachte. Vom Gameplay ist es wirklich relativ gleich geblieben wie bisher. Also komische Ziegenmenschen den Kopf abreißen und dann noch Elefanten treten, das alles sieht man in diesem wunderschönen Gameplay. Das sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Ich bin leider auch nicht so bewandert jetzt in dem Franchise, aber kann zumindest sagen, dass ich es viel ansprechender fand als Herr Hyuga hier. Ja, also es sieht verdammt cool aus, aber ich meine, man kann ja nicht immer nur danach gehen, was sieht jetzt gerade cool aus, da gibt es ja so viele Games. Also God of War Ascension, wer Fan von solcher Art Hack'n'Slay, Prügelspiele ist, der wird es bestimmt lieben, der wird es feiern. Für mich, naja, ich sag mal, ich schwanke noch so ein bisschen, aber die Hydra sieht verdammt gut aus, habe ich das schon erwähnt? Ja, ich glaube schon. Aber wolltest du gerade sagen, dass Grafik nicht alles bei einem Spiel ist? Nein, Grafik ist so 95% eines Spiels. Scheiß auf die Story und auf die Atmosphäre. Weißt du, solange die Grafik stimmt. Das ist sehr gut, weil The Last of Us, ne, das nächste Spiel, was wir besprechen, das sieht bombastisch aus, aber es gibt auch noch so ein paar kleine Zusatzfeatures und zwar sieht das Ganze nämlich auch noch atmosphärisch wirklich sehr gelungen aus und die Kämpfe sind ziemlich innovativ und brutal und ach, die erinnern mich so schön an einen Actionfilm, dass das Spiel einfach einen bleibenden und sehr positiven Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ja, The Last of Us, muss ich ja sagen, ich habe mich mit dem Spiel leider noch zu wenig auseinandergesetzt und jetzt dann erst durch das Gameplay-Video so richtig und mein erster Gedanke war, boah, Fotorealistik und boah, das Spiel ist ja brutaler als Dead Island. Da freust du dich, ne? Also wirklich so, also The Last of Us ist ja wieder so eine Art Zombie-Survival, nur besser als Resident Evil 6. Dafür weniger Krach-Bumm-Action, dafür mehr interessante Kämpfe mit diesen, ja, Bio-Zombies. Also es sind diesmal keine, ja, Brains-Zombies, sondern das sind irgendwie Menschen, die durch Pilz sporen oder so. Genau, es sind quasi die Veganer unter den Zombies, denn ich weiß nicht, der Storywriter oder so war es, habe ich mal gelesen. Der hat sich eine Doku angeguckt im Fernsehen und hat dann gesehen, dass es so Pilzarten gibt, die einen quasi mit ihren Sporen infizieren könnten, rein theoretisch. Natürlich ist das nicht so, da wir noch alle nicht als Zombies rumlaufen. Hat sich das dann aber ein bisschen mehr ausgemalt und hat in The Last of Us quasi ein Szenario erstellt, welches dann die Menschen mit dieser Pilzseuche infiziert und zu komischen vegetarischen Zombies macht, die man vielleicht auch gerne mal anknabbern möchte. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber wer weiß. Ja, die Zombies mit dem grünen Daumen, aber die Gewalt in dem Spiel, also ne, unser lieber Protagonist, er heißt glaube ich Joe, oder? Ja, Joel. Unser guter Joel, der läuft da durch die Gegend, den einen nimmt er so einen Schwitzkasten, schießt den anderen den Kopf weg, danach schlägt er noch mit der Knarre auf den Typen Schwitzkasten ein, bis dem der Schädel zerdroschen ist, dann schnappt er sich den nächsten, kracht dem mit der Vorderseite des Schädels mitten auf eine Tischkante, worauf da schon jede Menge Blut spritzt, dann rutscht er noch auf den Boden, läuft noch richtig aus, also jede Menge Gewalt, muss ich sagen, und ich zweifle gerade schon, dass das Spiel in dieser Form in Deutschland eine Freigabe bekommen wird. Oh ja, da könnten wir wirklich Probleme kriegen, bekommen. Ne? Weil das hatten wir schon bei Dead Island, auch wenn das Zombies sind, zu sehr realistische Gewalt oder übertriebene realistische Gewalt, ist ja auch alles eine Frage der Visualisierung, Dinge müssten ja immer schlimmer aussehen, als sie sind, damit wir sie als das wahrnehmen, was sie sein sollen. Und ja, The Last of Us haut schon ziemlich auf die Kacke. Also wer auf Blutspritzen und Gore und alles spielt, also der wird hier auch noch bedient,
aber halt auch die, die auf ein innovatives Gameplay, coole Story und nette Atmosphäre stehen. Und die Top-Grafik, die rundet das Ganze dann quasi ab. Ja, für die PlayStation 3 wird es erscheinen, allerdings erst im nächsten Jahr. Ja, Naughty Dogs, darf, The Last of Us. Darf ich noch kurz was zur Inszenierung und Dynamik sagen, was mich sehr begeistert hat? Ja. Oh, das ist nett von dir. Und zwar gab es da eine Szene, die ich richtig geil fand. Das war, wo Joel quasi mit seinem Revolver da sitzt hinter einem Sofa und dann schießt er auf einen von diesen Räubern. Also das sind quasi so Leute, die selbst während der Apokalypse nicht mit jemandem zusammenarbeiten möchten, ne? Ganz böse, wollen einen dann noch abschießen. Und dann hört der Räuber halt das Klicken des Revolvers, also dass Joel keine Munition mehr hat, weil die Munition auch definitiv knapp wird in dem Spiel. Und dann finde ich es super, der Joel hat nämlich die Ellie dabei. Das ist ein 14-jähriges Mädchen, mit dem er nicht verwandt ist, sondern die er einfach so mitnimmt. Und die soll sich immer bei Kämpfen eigentlich verstecken. Und dann hat sie halt mitbekommen, dass er in Gefahr ist, schnappt sich irgendwie so einen Stein oder sowas, wirft das dem anderen Typen gegen den Kopf und der Joel kommt dann aus der Deckung raus und haut den voll in die Fresse. Finde ich sowas von super. Vielleicht gibt es ja auch so einen kleinen Koop, ne? Könnte ja sein. Ja, wäre auf jeden Fall dafür geeignet. Also wäre dafür sogar sehr geeignet. Ja. Jetzt haben wir wirklich eine Riesenpalette an Actionspielen abgedeckt, liebe Leute. Und darum widmen wir uns jetzt ein paar Games, die doch schon die leichtere Kost darstellen. Die Nintendo-Präsentation. Und Nintendo steht ja derzeit mit seiner neuen Konsole, der Wii U, in den Startlöchern, die wirklich so gut ist, oder so gut zu sein scheint. Sie ist dann noch nicht raus, man weiß es ja noch nicht, aber sie scheint so gut zu sein, dass ich sie mir auf alle Fälle holen werde. Allein schon dieser coole Controller, den wir ja, oder das Gamepad, das wir jetzt in mehreren Videos noch zu sehen bekamen, das hat mich so dermaßen überzeugt. Ja, Pikmin 3, ein Spiel aus dem Hause Nintendo. Ja, ein hauseigenes Franchise, schon bekannt seit, ich glaube, dem GameCube. Spiele, die ich eigentlich niemals spielen würde, aber doch recht berühmt. Spiele, die ich niemals spielen würde, Spiele, die du niemals spielen würdest. Super, kennen wir uns beide nämlich nicht so ganz, glaube ich, mit aus. Also Pikmin, das sind so kleine Viecher und die kann man irgendwie so wie Lemminge in den Tod schicken. So sieht das hier in diesem Video aus. Ich muss leider wirklich zugeben, dass ich absolut keine Ahnung von Pikmin habe. Ich aber weiß, dass es da draußen eine riesen Fanbase um diese Art von Spielen, natürlich vor allem um Pikmin, aber um diese Art von Nintendo-Spielen. Das ist auch so dieses Ding bei Nintendo, das sind keine Mainstream-Games, sondern das sind wirklich Spiele, die sprechen eine gewisse Spielerschaft an. Das sind sogar weltweit sehr viele Spieler, aber eben für die 0815 Action-Honks, so wie den Schaffi und mich, für uns ist das dann leider doch nicht so gut geeignet. Aber schaut es euch an, ihr seht es ja hier im Hintergrund, Pikmin 3 wird erscheinen für die Wii U. Und ja, übrigens, was ich sehr interessant fand, man sieht es ja da unten, der gute Nintendo-Mitarbeiter, ist es nicht Shigeru Miyamoto, oder? Ich habe das Video gar nicht parat. Nee, ich glaube, das ist halt, glaube ich, dann doch ein bisschen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall quatscht er halt in einem superschnellen Japanisch und das Ganze wird dann quasi gedolmetscht, denn die Japaner haben es ja mit dem Englisch nicht so. Und dann könnte das der Miyamoto sein, der hatte auch einen Dolmetscher auf der Bühne. Ich weiß nicht, das sieht schon, aber der ist doch eigentlich ziemlich, ich bin der Meinung, das ist zu jung für den Miyamoto, oder? Ich habe jetzt leider gerade kein aktuelles Bild von dem im Kopf. Ist ja auch egal. Zumindest wurde der halt so live gedolmetscht, also es kam so rüber, als ob es live wäre. Und der hat in einem Japanisch in einer Geschwindigkeit geredet. Boah, und der Dolmetscher, der kam sogar hinterher, hat ein paar Mal gehakt und sich hier und da mal verhaspelt, aber es kam ziemlich gut rüber. Muss man ja auch mal loben, die Leute, ne? Ja, also wirklich, ne? Und ja, natürlich, was wäre Nintendo, wenn sie nicht ein neues Mario-Spiel am Start hätten, nämlich Super Mario Bros. U, das quasi genau das gleiche ist wie alle Mario-Games vorher. Man hat sich nun doch endlich final wieder für die 2D-Ansicht entschieden, also man macht eben nicht mehr diese Third-Person-Perspektive, die wir ja bei Super Mario Sunshine und Super Mario 64 und so weiter hatten, sondern man macht wieder die schöne alte 2D-Sidescroll-Ansicht und man verwendet genau noch dieselben Sounds wie schon auf den Super Nintendo, die hat man ganz einfach recycelt, vielleicht noch ein bisschen digital aufgebessert. Ja, das Spiel, man kann dazu nicht so viel sagen, es ist einfach genau das gleiche wie damals, nur in einer nicht mehr ganz so aktuellen Grafik, aber das interessiert bei Mario eh keine Sau, das Spiel ist einfach so cool. Na, New Super Mario Bros. Gab es ja jetzt auch für Bros. Ich habe euch alle gebrot. Der Bro-Code. Super Mario Bro-Code. Also hier die dicksten Bros hier, Luigi und
hier Mario. Die heißt Mario. Die gibt es ja auch auf der Wii mittlerweile und das ist, glaube ich, eins der geilsten Games, was ich auf der Wii gespielt habe. Vor allen Dingen zu viert, wenn du dich da gegenseitig in diesem Sidescroller quasi, während du Gegner erledigen willst, haust du noch deine Freunde um, haust dir irgendwie mal eine Klippe runter aus Versehen und das ist echt das übelste Partyspiel. Dafür lohnt sich eine Wii U, das kann ich sagen. Also ich muss sagen, da hast du noch nicht Kirby und das magische Garn gespielt. Also wenn man auf Jump'n'Run steht, also da ist auch, also ist auch egal. Zumindest ja Super Mario, New Super Mario Bros. U, also Mario-Fans werden es lieben. Shooter, sag ich schon, Jump'n'Run-Fans können auch ohne Bedenken dieses Spiel kaufen, denn ich sag mal, Mario ist einfach der Inbegriff des Jump'n'Runs. Nicht so Jump'n'Run-mäßig ist Scribblenauts Unlimited. Scribblenauts, ja, auch so ein Spiel, das ich nicht verstehe, das aber allerdings sehr, sehr schön die Funktionsweise des Wii U Gamepads zeigt. Ja, das finde ich schön. Wir sitzen hier vor der Nintendo-Präsentation und haben keine Ahnung, wir gestandenen Spieler gedacht. Ich bin eigentlich Online-Rollenspiel-Redakteur. Scribblenauts ist kein Online-Rollenspiel. Das sind dann die Ausreden, die der Yuga parat hat. Auf jeden Fall, Scribblenauts sieht relativ interessant aus. Und zwar möchte man dass man seine Kreativität spielen lässt. Das heißt, der Wii U-Controller kommt ordentlich zum Einsatz. Man kann sich so eigene Charaktere basteln und generell den Touchscreen nutzen und alles Mögliche und was man da macht, das weiß ich jetzt nicht, aber das macht man einfach aus Spaß. Ich glaube, man spielt da so eine kleine Geschichte. Man hat ja auch, glaube ich, also es geht halt um irgendeinen Typen, der hat so ein magisches Notizbuch und ja, ich glaube, man spielt da so eine kleine Geschichte und kann eben durch seine eigene Kreativität da so ein bisschen noch voranschreiten. Also die Leute im Trailer, die sehen auf jeden Fall aus, als haben sie einen Riesenspaß dabei. Das wäre ja auch ein schlimmer Trailer, Leute so zu zeigen, die da sitzen. Boah, verdammt. Ja. Warum haben die mich nicht für den Watch Dogs Trailer zugelassen? Da ist eine Frau, die erinnert mich sehr an Katja Saalfrank, die Super Nanny. Also ich würde sagen, das ist auch für Kinder geeignet. Super Spiel, ne? Also Scribblenauts. Es ist eben die wunderbare Welt der Nintendo-Spiele. Und es gibt eigentlich nur ein Nintendo-Spiel, was mich diesmal so wirklich überzeugt hat. Und das kommt nicht mal von Nintendo, aber es wird auf der Wii U exklusiv erscheinen. Und ja, das wird Zombie U sein, nämlich ein Zombie-Spiel für die Wii U. Und ja, das U am Ende sagt ja schon, dass das ein Wii U-Exklusivtitel wird. Zombie U ist eigentlich sowas ähnliches wie Left 4 Dead, nur dass man es alleine spielt, aber man hat eben hier das Gamepad wieder und benutzt es für unheimlich viele Dinge. Zum Beispiel kann man mit dem Gamepad eben einen Code knacken. Also man steht vor der Tür und muss jetzt eben nicht irgendwie versuchen, mit seinem Cursor ganz verzweifelt schnell irgendwie den Punkt auf die Taste zu ziehen, bevor der Zombie kommt und merkt, dass man es überhaupt nicht drauf hat, sondern man tippt das einfach locker flockig auf dem Display, auf dem Gamepad ein. Oder man kann das Ganze auch noch als Visier benutzen, man kann es auch als Nachtsichtgerät oder so benutzen. Also auf jeden Fall richtig viele Funktionen. Ja, richtig, richtig viel. Und ich hatte ja so ein bisschen die Sorge, dass dieser Controller verschimmelt quasi als Inventarablage, sodass man quasi sein Inventar über den Touchscreen regelt und sonst immer alles wie gewohnt spielt. Aber da ist wirklich richtig viel, was der Controller da für Zwecke erfüllt. Ja. Zum Beispiel kannst du da im Scharfschützenmodus hast du quasi dann dieses das Scharfschützenfadenkreuz auf dem Controller und musst das dann so vor den Fernseher halten, oder kannst das vor den Fernseher halten, was ziemlich interessant aussieht. Außerdem kann man noch die Gegend scannen, das hast du, glaube ich, noch nicht erzählt, irgendwie nach Vorräten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist ganz lustig, weil der Typ in dem Trailer, der sitzt da quasi mit dem Gerät vor dem Fernseher, hält das davor, scannt die Umgebung und dann kommt plötzlich so ein Zombie auf dem Fernseher rausgesprungen. Dann musst du dir bestimmt auch mal in die Hose pinkeln. Oh ja, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also Zombie U ist wieder die ganz klassische Zombie-Hatz. Ne? Wir müssen wegrennen, wir müssen ganz vielen Zombies das Gesicht wegschießen. Das Ganze wird entwickelt und gepublished von Ubisoft. Also ja, ich denke mal, es wird ein Wii U-Exklusivtitel, denn sonst würde es ja nicht Zombie U heißen. Und mitunter eines der wahrscheinlich schon jetzt für mich besten Titel auf der Wii U.
neben Assassin's Creed 3. Wurde ja auch jetzt für die Wii U angekündigt. Richtig viele Spiele sogar. Also mit der Wii U legt Nintendo nochmal ordentlich auf dem, ja, auf dem Markt nach, der vorher nur PlayStation 3 und Xbox 360 noch zugänglich war, zusätzlich zum PC. Richtig, denn ich hätte gerne jetzt auch eine Voice-Steuerung auf der Wii U, damit ich einfach für das nächste Spiel ankündigen könnte: Ich bin Batman. Denn Batman Arkham City kommt in einer Armored Edition quasi für die Wii U nochmal raus. Und das sieht auch ziemlich lustig aus, muss ich sagen. Also eigentlich, Arkham City ist jetzt schon länger draußen, deswegen bräuchten wir es jetzt nicht unbedingt zu besprechen. Aber wir machen es trotzdem, weil Arkham City ist ein tolles Spiel. Ja, Arkham City ist ein sehr tolles Spiel und Batman-Spiele sind eh schon immer toll. Und ich glaube, mit Arkham Asylum hat damals Entwickler Rocksteady Studios gezeigt, dass man mit einem Batman-Spiel, mit einem Comic-Spiel mal so richtig in Ärsche treten kann und zeigen kann, dass man echt verdammt gute Spiele entwickeln kann. Und ja, Arkham City für die Wii ist natürlich die gleiche Story und der gleiche Ablauf wie die normale Version, die wir jetzt ja schon auf den Konsolen und auf dem PC haben. Aber eben wird jetzt das Gamepad von der Wii U viel stärker mit ins Spiel mit eingebunden. Ja, richtig. Man kann zum Beispiel den Batarang steuern oder sich die Karte angucken und auch wieder hier die Gegend scannen und das alles über den Controller. Und ich finde das schön, dass der Controller sofort auch von Third-Party-Herstellern so ein paar Aufgaben zugewiesen bekommt. Das war wirklich eine meiner Sorgen, dass der... Da sagt der Schaffi jetzt einfach nur, man kann den Batarang damit steuern. Damit beschreibst du doch gar nicht, was das überhaupt... Oder, ne? Man muss es so sehen. Man hat das Gamepad in der Hand. Man wählt den Batarang aus. Batman wirft den Batarang. Und dann kann man mit dem Gamepad so quasi so durch die Luft sich bewegen und dabei das Batarang steuern. Als ob man jetzt gerade ein Rennspiel spielt. So... Volltreffer. Also, okay, das muss eben verbrennt also noch Kalorien rüberkommen. Gefühlvoller. Oder hat jemand tiefe Gefühle für Nintendo und seine Wii U? Ja, für das Batarang. Also Batman Arkham City Armored Edition für die Wii U. Ja, mit super vielen Funktionen für das Gamepad. Also Leute, die noch kein Arkham City hatten, ja, die sollten hier auf alle Fälle nochmal zugreifen. Ansonsten, ja, wenn das jetzt einem wirklich zieht, dass da jetzt ein paar mehr Funktionen mit drauf sind. Ich finde es halt immer ein bisschen blöd, wenn Spiele so doppelt und dreifach erscheinen und man es dann wegen, ich sag mal, zwei Händen voll Zusatzfunktionen nochmal den vollen Spielpreis zahlen müsste. Aber ja, Leute, die sowieso Batman-geil sind, ne, und eine Wii U sich erholen wollen, zugreifen. Definitiv. Und das war auch schon so unser zweiter Podcast von der E3. Ja. Und live was ich noch von unbedingt, der E3 zu Hause, ne? Live von der E3 zu Hause, natürlich. Und was ich noch unbedingt loswerden möchte, ist, dass wir natürlich nicht alle Spiele abgedeckt haben, weil das einfach viel zu lange dauern würde. Viel zu lange es dauern würde. Es gibt noch viel mehr. Es viel gab mehr. Zum Beispiel viel mehr. Viel mehr. Ich hasse dich. Es gab zum Beispiel noch was von Halo 4 zu sehen, was definitiv zwar ein Top-Titel ist, allerdings gab es da keine neuen Infos, weswegen wir nicht darüber reden konnten. Ganz einfach, wir waren da konsequent. Und zu vielen anderen Spielen deswegen unbedingt mal auf playnation.de und playmassive.de vorbeischauen und da kriegt ihr dann auch nochmal alle Informationen ganz ausführlich und in Schriftform nachgeliefert. Huhuhu. Ja, mit den Pressekonferenzen war es das ja jetzt erstmal, aber wir hoffen natürlich noch auf schöne Einzelpräsentationen zu den Spielen und ja, auch dort werden wir euch auf dem Laufenden halten, also drückt die Daumen, dann gibt es auch noch eine dritte Ausgabe des E3-Cast. Tschüss. Tschüss. Fuck yeah. Das schneide ich raus. Nicht.